Einen wunderschönen guten Morgen von der Sagensports. Da ist er wieder, der starkhalte Mann aus dem Internet. Tag 2, Deutsche Meisterschaft. Ich habe schlecht geschlafen, aber mein Körper fühlt sich doch halbwegs gut an. Ich bin überrascht. Dann heißt es, jetzt gleich erst zu Frühstück gehen, genau. Ne? Frau, frühstücken. Hoffentlich gibt es Pfannkuchen, sonst kriege ich Ärger von meiner Frau. Dann gibt es eine Revolte im Frühstücksraum. Gegen 11 Uhr treffen wir uns dann wieder beim Selgros und dann versuche ich mal in den Disziplinen, die heute dann kommen, das ein bisschen auszugleichen, was gestern nicht so gut geklappt hat. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, vorsichtig optimistisch, weil da doch so ein paar Sachen dabei sind, die mir definitiv besser liegen als die Sachen von gestern. Also drückt mir die Daumen. Ja, mal kurz das Frühstück filmen hier. Ja, wenn du deine Pancakes kriegst, lach ich. Wir waren jetzt gerade beim Frühstück. Ich habe ja schön das Buffet für euch gefilmt. Ich habe dann am Tisch nicht gefilmt, weil drumherum halt Leute auch gesessen haben. Ich wollte jetzt auch nicht die Leute stören und wir haben uns auch unterhalten. Andere Athleten mit dabei und so weiter. Habe halt ganz viel Bacon und Ei und ein bisschen Käsebrötchen gegessen, Saft getrunken. Bin jetzt hoffentlich gut vorbereitet und aufgeladen für den heutigen Tag. Heute gibt es Joke mit 400 Kilo auf 20 Meter, Traktorpull 20 Meter mit Konterseil. Atlas Zone 150 bis 200 Kilo und Giant Dumbbell mit 90 Kilo. Gegen 11 treffen wir uns am Selgros. Ich glaube, um 12:30 geht's los. Das heißt, ich muss heute die Eisen aus dem Feuer holen und gucken, dass ich noch so viel wie möglich Punkte schaffe. Fühle mich eigentlich relativ gut. Rücken schmerzt ein bisschen, aber nichts Dolles. Ich dachte, Nacht war jetzt nicht so pralle, aber machen wir das Beste draus. Es wird schon werden. Ich werde dann da wieder filmen und gucken, wie dann da heute die Wetterverhältnisse sind, was Wind und so weiter angeht, ob ich das jetzt wieder nachvertone, wie ich es in einem anderen Video gemacht habe, oder ob ich dort vor Ort was aufnehme. Das ist halt immer so eine Geschichte. Ansonsten versuche ich noch ein paar Impressionen zwischendurch mit aufzufangen. Ja, in diesem Sinne, drückt mir die Daumen, gleich geht's los. Das ist jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm. Es ist noch nichts los, weil erstens ich richtig kacke geschlafen habe. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Seit wann sind wir wach? Also ich glaube, ich seit 5:45, du seit 5? Seit 5. Und das ist dann so senile Bettflucht. Aber wir hatten jetzt auch keinen Bock, noch länger im Zimmer zu hocken. Deswegen sind wir schon mal hier, gucken wir uns an, wie jetzt alles aufgebaut wird. Und ihr seht es da hinten schon, da steht der Trecker. Die wollen uns halt kaputt machen. Also es geht jetzt mit Trecker los, dann Yoke, dann irgendwas anderes, irgendwas anderes. Auf jeden Fall sind wir komplett im Eimer, naja, es wird ein Spaß. Mutti tragt mich nach Hause. Wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause und dementsprechend vertone ich das Ganze nach. Denn zum einen war es sehr laut auf der Wettkampfstätte drumherum. Zum anderen war es teilweise echt sehr kurz und hektisch für mich. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das so zu machen. Einfach damit wir eine vernünftige Tonqualität haben und ich auch die Sachen vernünftig kommentieren kann für euch. Damit halt das Video vernünftig wird. Und ich denke mal, damit ist uns eingeholfen. Ja, zweiter Tag, 4 harte Disziplinen nochmal. Der Traktorpull, 8,5 Tonnen Trecker. Das Schlimme beim Trecker ist, man dreht den kompletten Antrieb mit und das Getriebe. Es gibt keinen Freilauf und dementsprechend ist es sauschwer, dann noch die Stollenreifen dazu. Es ist brutal. Ich habe den jetzt das erste Mal gezogen und holla die Waldfee. Aber dazu gleich mehr. Die zweite Disziplin Yoke, 400 Kilo mit 2 Damen drauf. Das Gewicht wurde halt ausgeglichen von den beiden Yokes, dass sie so ziemlich gleich gewogen haben. 20 Meter Strecke, schnellste Zeit gewinnt. Das ging im Duett, deswegen das war sehr schnell vorbei. Es waren ja nur 10 Starter, das heißt nur 5 Läufe. Dann Giant Dumbbell, 87 Kilo wog das gute Stück. Max Raps gewinnt. Und Atlas Stones. 150, 160, 180, 200 Kilo. Die 200 Kilo hat übrigens bis zu dem Wettkampf noch nie jemand gehoben in Deutschland. Also von daher, das ist noch so das Excalibur-Schwert der Atlas Stones in Deutschland. Ja, fangen wir mal an, wie es lief. Wa? dieser Truckpull oder Traktorpull. Das erste Mal diesen Traktor gezogen. Und generell trainiere ich auch nicht mit Konterseil, was für mich immer so eine extra Sache ist, motorisch. Muss aber sagen, es hat einigermaßen gut geklappt. Ich habe ihn nicht komplett gezogen, habe ihn aber immerhin anziehen können und bin
mit auf 11,28 Meter gekommen. Man muss dazu sagen, von allen 10 Athleten haben es nur 2 geschafft, den Traktor komplett zu ziehen. Dennis Kulros und Patrick Eibel. Alle anderen haben keinen Fullpull gemacht und ich habe leider die zweitschlechteste Weite gehabt. Nur Volker Bauer hatte noch weniger, aber das ist auch ein 105 Kilo Athlet. Und von daher, ja, man sieht, da ist definitiv noch Luft nach oben zum Nachholen. Ja, so what, ne? Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Ja, trotzdem bin ich nicht unzufrieden. 11,28 Meter. Generell waren auch welche mit 12 Meter, 13 Meter. Also es waren nicht so weit weg, manche. Und da bin ich schon ganz zufrieden dafür, dass es halt jetzt nicht unbedingt meine Paradedisziplin ist und ich auch nicht wirklich häufig trainiere. Ja, wie gesagt, ich war froh, dass sich das Ding überhaupt bewegt hat. Wie gesagt, der ist echt sauschwer, überhaupt erstmal einen Gang zu kriegen. Aber es ist halt eine Technikfrage. Ne? Und dann müssen auch die Kackstelzen noch ein bisschen stärker werden. Dann wird das schon. Zweite Disziplin, wisst ihr, die liegt mir da doch eher schon mal so ein bisschen und ja, war halt Joke, 20 Meter, ich war auch wieder in der ersten Paarung dran, ich war ja immer der erste Starter an Tag 2, weil ich ja am ersten Tag den letzten Platz gemacht habe. Ja, 400 Kilo bin ich zwar gewohnt, aber noch nie im Wettkampf und trotzdem lief das gut. Da konnte ich einen Disziplinsieg erringen mit 15,05 Sekunden auf 20 Meter. Ich war, glaube ich, 3 Sekunden schneller als Dennis Kulros. Also von daher doch schon sehr zügig. Ich wäre sogar noch schneller gewesen. Das Problem ist halt nur mit Lebendgewichten, nenne ich jetzt mal so. Die waren wohl auch etwas überrascht, wie schnell ich angelaufen bin. Und die schwanken dann ein bisschen. Und das hat mich nach einem kurzen Moment aus dem Tritt gebracht. Und dann musste ich das Jog nochmal neu anheben. Also sonst wäre ich bestimmt 1-2 Sekunden schneller gewesen. Bin aber trotzdem ziemlich zufrieden damit. Wie gesagt, Disziplin 7, schnellste Zeit. Ich habe gezeigt, ich gehöre dahin. Ne? Wie gesagt, zweiter Platz beim Block, erster Platz beim Joke. Ist schon mal ein gutes Statement, sage ich mal. Ja, dann die Giant Dumbbell. Das war ja einer der Wackelkandidaten für mich. Vorbereitung lief zwar ganz gut, aber es ist halt trotzdem, die Routine fehlt. Ne? Ich habe gerade auf den linken Arm umgestellt, gerade mal 3 Wochen trainiert. Ich muss halt sagen, dass diese Giant Dumbbell vom Heinz, die ist zwar an sich nicht schlecht, aber ich konnte sie nicht kontrollieren. Ich habe sie nicht vernünftig oben positionieren können, dass ich sie vernünftig ausdrücken kann. Der Tag vorher hat auch noch in den Knochen gesteckt und die anderen beiden Disziplinen. Also es war jetzt nicht so, dass es mich komplett runtergerockt hat, so vom Gefühl, aber man hat es halt gemerkt, es war nicht mehr die volle Power da und auch die Beschleunigung raus aus dem Push. Schade, leider keinen Versuch geschafft, aber auch da weiß ich, da muss man halt dran arbeiten. Dementsprechend werde ich das halt in Zukunft öfter angreifen. Hab mir da auch schon einen Plan gemacht, der dann noch mehr Strongman beinhaltet. Das heißt, ich werde das Bankdrücken noch weiter zurückfahren. Ja, das heißt, ich werde nur noch alle 2-3 Wochen Bankdrücken trainieren. Und dann rotieren mit den Übungen. Ja, und dann möglichst viel Strongman abzudecken, so viel wie ich hier machen kann. Ich glaube, es sind 15 Disziplinen, 16 Disziplinen, die ich dann hier zu Hause im Rotationsprinzip trainieren kann, um möglichst viel Bandbreite reinzukriegen, den ganzen Körper zu fordern, möglichst breit aufgestellt zu sein und mich technisch weiter verbessern zu können und jetzt langfristig halt bis nächstes Jahr, damit sowas halt nicht wieder passiert. Was wirklich ein bisschen ärgerlich war, waren die Stones. Zu Hause mache ich ja 4-5 Wiederholungen mit einer 150er Kugel, allerdings ist die Kugel vom Heinz, glaube ich, aus Naturstein gehauen, also nicht so exakt rund wie eine gegossene von mir und hat auch eine etwas rauere Oberfläche und war relativ schmutzig. Für mich war das neu, ich habe die mit diesen Kugeln noch nicht gehoben, deswegen, ja, bin ich so ein bisschen blauäugig da reingestolpert, habe es halt genauso gemacht wie zu Hause, Sprühharz und die Sleeves und so weiter. Keinerlei Grip. Also ich habe die Kugel zwar einmal fast bis oben auf die Ablage gehoben bekommen, aber ich konnte sie nicht festhalten. Die ist mir immer wieder weggerutscht und ja, ich habe es 2-3 Mal probiert. Dann war halt alles so dreckig, dass ich keinen Grip mehr gekriegt habe, keinen Griff. Ich konnte sie halt nicht mehr in die Position bringen, was wirklich schade ist, weil das eigentlich auch eine Disziplin ist, die mir ganz gut liegt. Habe aber jetzt gelernt. Richtiges Techie verwenden. Das heißt, ich werde das jetzt auch im Training häufiger verwenden, damit ich einfach die Routine damit kriege, wie viel Techie brauche ich tatsächlich, mit dem Auftragen, wie mache ich das, wann mache ich das und so weiter. Deswegen auch das muss trainiert werden und kommt ganz mit oben auf den Hausaufgabenzettel. Das ist halt so, man lernt halt bei jedem Wettkampf neue Sachen dazu. Zum Beispiel ein richtig gutes Statement bei diesem Wettkampf waren halt die Leistungen von Tim Ruby und Volker Bauer, die deutlich gezeigt haben, statische Kraft ist geil, aber Technik ist geiler. Ja, weil ja, das sind 105er Athleten, gut, Tim ist ein bisschen schwerer jetzt aktuell,
aber ich sag mal körperlich doch dem einen oder anderen schon unterlegen. Trotzdem, er hat den zweiten Platz gemacht. Er hat sechsmal diese Dumbbell nach oben gebracht. In einer Stabilität, das war Bilderbuchversuche. Ne? Da war nichts dran zu meckern. Also da sieht man halt, dass Technik dann wirklich König ist. Und da muss ich halt den beiden Kleinen in Anführungsstrichen sagen, ja, das habt ihr echt geil gemacht. Schön, dass ihr das mal so deutlich gezeigt habt. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt bei dem Wettkampf ein paar Nullnummern dabei, habe mein Lehrgeld bezahlt. Das ist jetzt mein drittes Jahr bei den Strongmen. Das erste Mal richtig deutsche Meisterschaft mitgemacht, über 2 Tage. Richtig hartes Programm. Ich habe auch echt schlecht gepennt die Nacht. Das ist natürlich keine Ausrede. Ich penne häufiger mal nicht so gut. Von daher, das bin ich gewohnt. Aber er sagt, 8 Disziplinen und dann halt, wie gesagt, ein paar Sachen komplett neu oder noch nie so richtig gemacht. Und neues Equipment, was ich noch vorher nicht in der Hand hatte. Ja, muss man sich halt darauf einstellen. Und das hat halt nicht ganz so gut geklappt. Und da muss man halt daran arbeiten, dass dann so viel Überschuss da ist, dass man das kompensieren kann. Ja, Autokreuz hier hat mich halt wirklich geärgert, weil da muss ich halt wirklich meine Technik umstellen und mehr aus dem Bein heben. Ja, mehr so Richtung Beinpresse und solche Sachen. Ja, es kommt eine Menge Arbeit auf mich zu. Aber es ist eine gute Basis da. Ja, also weiter den Daumen drücken. Und das ist halt auch wichtig. Man muss es sich halt auch selber eingestehen können. Wo sind die Defizite? Ich muss nicht immer alles schönreden, zu sagen, in Deutschland wird man zurückgehalten, wie das manche machen. Oder es sind die falschen Disziplinen, es ist zu viel gelaufen. Es ist, die Sachen sind nicht schwer genug oder keine Ahnung, was halt immer so für Ausreden kommen. Nein, wenn ich mich nicht anpasse und es nicht gut mache, dann bin ich daran schuld und niemand anderes. Also muss ich mich anstrengen, anpassen, weiter trainieren, besser werden. Weil da liegt es nur an mir und nicht an den anderen. Ne? Ich glaube, so ein schönes Sprichwort, wenn alle um mich herum Arschlöcher sind, bin ich vielleicht selber das Arschloch. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute Arschlöcher sind, aber ich meine das jetzt nur so als Metapher und Vergleich, ihr wisst, was ich meine. Gut, das war die deutsche Meisterschaft 2022 für mich. Ich bin 10. stärkster Mann Deutschlands und das ist gar nicht so schlecht, weil ich glaube, zwischen Platz 8 und 10 lagen nur 3 Punkte, 4 Punkte. Also eine Rep mit der Dumbbell, ich wäre 8er gewesen. Nein, immer so zum Beispiel. Also es war jetzt nicht, dass ich komplett abgeschlagen gelandet bin. Nein, es war schon nicht so weit weg. Ne? Und wäre das eine oder andere besser gelaufen, hätte ich vielleicht sogar noch auf den 7. kommen können. Ne? Zum Beispiel. Also ja, aber hätte, wäre, wenn, nützt mir nichts. Deswegen. Ja, der Plan steht. Ich werde ihn wahrscheinlich in einem der nächsten Videos euch nochmal zeigen. Vielleicht blende ich noch hier nochmal mit ein. Ich werde auf jeden Fall die Ergebnisliste hier hinten noch mit einblenden am Ende des Videos. Also guckt euch das auf jeden Fall auch mit an. Wird bestimmt ganz interessant. Oh nein, ich blende sie hier zwischendurch einfach schon mal mit ein. Vielleicht habt ihr sie jetzt auch schon gesehen. Dann sind nachher die Infokarten und sowas darüber und die Abspanndinger. Ja, gut. Das war's. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war übrigens sehr geil, so viele von euch dort auch vor Ort zu treffen, auch hier von YouTube, von Instagram und so weiter. Es ist mir immer wieder eine Freude. Ihr könnt ruhig zu mir hinkommen. Wir machen gerne Fotos zusammen. Kein Problem. Und jetzt bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.